1, 2, 3. Moment, meine Uhr geht 1,1 Sekunden vor. Das ist jetzt vielleicht gar nicht mal so geil für die Aufnahme. Naja. Die Bundesrepublik Österreich bietet Grüße. Nee, aber das ist ja die Uhr vom die Uhr von einem PC, nicht von der Website. Ja, stimmt. Also das macht ja keinen Unterschied. Nein, ich hab von meinem PC abgelesen. Was? 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 Nichts. Ja, wie geht es euch an diesem Montag? Ja, also ich bin, um das auch nochmal der Audienz zu sagen, ist noch gerade was klären, das fällt in die Aufnahmezeit rein, weil ich so professionell und viel beschäftigt bin. So ist das. Das ist ein cooler Typ auf jeden Fall. Ich werde von einer Katze um Aufmerksamkeit gebettelt. Geil, soll ich den Podcast alleine machen? Ja, das wäre ziemlich cool. Das wir hören die Leute bestimmt immer ganz gerne zu hier. Holy fuck, das Viech ist. Dann haben wir am Ende nur noch 5 Viewer. Haben wir nicht sowieso nur so 5 Viewer? Nee, ich glaube, das sind dann das ist das Zehnfache, glaube ich, so ungefähr. Was? Krass, ne? Dicke Zahl. Das, wir kriegen 50 Viewer pro Episode? Ich glaube, wir kriegen 50 Viewer, ja. Das ist ungefähr. Schon ein bisschen unnötig, ne? Macht mal was Produktiveres mit eurer Zeit. Ja, danke, ich meine, das würde sich. Dass ihr reinschaltet. Schickt wir könnten den mal Podcast eurer Oma. Einschalten. Jeder von euch hat 2. Das heißt, ich erwarte 150 2 Omen. 2 Omen. Das heißt, stimmt, ich erwarte für diese Episode 150 Aufrufe. Aber außer ihr seid selber Omas, dann seid ihr vom Teilen befreit. Aber was ist, wenn das Lesben sind? Dann kann man mehr als 2 Omen haben. Ich glaube, ich sagte mindestens. Ich glaube nicht. Ich editiere diese Episode und habe die Macht, es so zu machen, dass ich es gesagt habe. Ich habe möglicherweise Corona. Geil. Ich habe eine Rachenentzündung. Morgen, siehst du, so fühlt sich das auch ein bisschen an. Ich werde mich da morgen mal testen lassen. Denn ich habe jetzt am Wochenende, wo ich aus irgendeinem Grund das größte Warhammer-Turnier in Europa mitorganisiert habe. Und der Typ mit dem Hausrecht war, wurde ich exposed an eine Person mit Corona. Hm. Und ja, jetzt wusste ich so Fall. Komisch. Hm? Ja, coole Sache auf jeden Fall. Ich hätte diese Woche einiges vor. Ich habe tatsächlich wegen der Maske eine Rachenentzündung. Oh, das hättest du nicht sagen dürfen, Alter. Ja, aber unironically. Also wenn das passieren kann, kann das auch das sein, was ich habe. Ich lasse mich ja morgen erst testen. Nein. Bevor ihr da jetzt irgendwas weiter redet, lass mich Masken erzählen. Masken verursachen immer Rachen. Sobald du eine Maske auch nur berührst, kriegst du sofort eine Rachenentzündung. Attila Hildmann ist dem Chat beigetreten. Meine geliebte Verlobte hat in ihrer Handtasche eine Mandarine gehabt. Ja. Diese Mandarine ist in ihre Maske gerollt. Ja. Sie hat geschimmelt. Ja. Meine Verlobte brauchte eine Maske für den Zug und hatte nur die eine. Ja. Und hat jetzt sicher 4 Stunden, 5 Stunden Sporen einatmen müssen. Hätte ich das nicht gemacht. Ja, und dann hatte sie einen entzündeten Rachen und jetzt war sie das Wochenende über daheim. Und wir haben ungezogene Dinge gemacht, die Verlobte machen. Ich rede natürlich von den relativ keuschen, aber dennoch existenten Küssen. Und ja, jetzt habe ich auch einen entzündeten Rachen. Das ist so eine richtige Rube Goldberg-Maschine der Infektion. Ne? Also gibt es denn überhaupt noch in Österreich Maskenpflicht? Ja, in den öffentlichen Verkehrsmitteln und im nicht Einzelhandel, sondern in Lebensmittelgeschäften. Ich hasse Maskenpflicht in Öffis. Ich hasse Maskenpflicht generell. Ich finde, also tatsächlich, die Maskenpflicht ist eines der Dinge, die mich am meisten irritieren. Das Problem ist halt, es funktioniert.
Ich bin so absolut ich gar nicht davon irritiert, weißt du. Ich habe das gute Recht zu behaupten, dass mich die Corona-Maßnahmen krank gemacht haben. Ui. Damn. Nee, ich finde das mega irritierend, nicht das ganze Gesicht von Leuten sehen zu können, wenn dass Leute nicht mein ganzes Gesicht sehen können. Das ist voll egal. Das hat mich von Anfang an mega gestört. Das ist mir voll egal. Ich möchte es nochmal wiederholen, das ist mir voll egal. Ja, mir nicht. Und was machen wir jetzt? Cool. Gut, dass wir darüber geredet haben. Mir ist eine Maskenpflicht egal, aber nicht die FFP2-Maskenpflicht. Ja, ich war letztens mit meiner Ex einkaufen, weil sie spontan in Kiel war. Und dann hatte ich keine Maske mit. Sie hat mir eine ihrer FFP2s geschenkt. Und ich muss zugeben, die war doch eigentlich ganz gut. Anscheinend ist mein Bart so, also wenn ich ihn wirklich vernünftig rasiert habe, tatsächlich nicht so das Problem, dass dann die Luft da zu sehr durchkommt. Also die kann ich sogar tragen. Ja. Allerdings habe ich jetzt halt das ganze Wochenende im Endeffekt harte physische Arbeit verrichtet. Auf der WarhammerCon. Mit der Maske auf dem Gesicht. Und es war auch zufällig, also Michaels Verlobte hatte auch da eine vergammelte Mandarine reingetan. Nein, tatsächlich hast du während dieser Con mit meiner Verlobten Zungenküsse ausgetauscht. Ja, die ist spontan, sie ist ja so der übelste Warhammer-Experte. Ich meine, so viel wie ich ihr schon über fucking Alpha Boosters Fanfiction erzählt habe. Was und meinst du? Das ist einfach Gideons Ex, die mit ihm einkaufen war. Was meinst du, was sie für eine Fraktion spielen würde, was sie für eine Armee haben würde, deine Verlobte? Das ist eine verdammt gute Frage. Ja, ne? Dann verbringen wir jetzt die nächsten 5 Stunden des Podcasts. 5 Stunden des anständigen Podcasts. Entweder Slaanesh oder Khorne. Ja, weiß ich beides nicht, was das ist. Die Horny-Dämonen und die wütenden Dämonen. Es gab so eine Sektion, wo die halt gesagt haben, ja, jetzt können wir die schönste Armee. Und ich stand da halt irgendwie mit meinem Helfershirt und sagte so, ich hab keine Ahnung, was das ist, aber das da sind bestimmt Necrons und das da sind bestimmt auch Necrons und das da sind die Zerg und ja. das sind die Dark Elder. Und dann ist es so, nein, das sind ja Harlequins und das sind ja Tyranniden, aber das ist ja praktisch dasselbe. Aber ich hab da irgendwie die Hälfte von denen habe ich richtig bekommen, obwohl ich halt keine Ahnung habe. Nur falls das jemanden ist bestimmt Zeichen des guten Charakterdesigns. Ich bin ein Glauber an das gemeinsame Wohl und spiele dementsprechend Tau. Oder würde es, wenn ich Interesse daran hätte, Games Workshop Geld zu geben? Würde ich wahrscheinlich auch. Ich finde die Idee der Tau ziemlich cool. Ich bin mir nicht ganz sicher, was die Idee der Tau ist, aber ich glaube, sie ist irgendwie cool. Sie sind sie sind eine Multispezies-Fraktion mit das Meme ist, dass sie kommunistisch sind. Ja. Tatsächlich ist es etwas komplizierter, aber sie sind Kommunisten, aber können sie auch das Tau B berechnen? Boah, Alter, ne? Ich lösch dich gleich. Aha. Ich habe übrigens jetzt Möbel in meiner Wohnung, zumindest ein paar, weil gute Freunde von mir am Samstag vorbeigekommen sind und wir uns tierisch besoffen haben. Und dann, die haben halt einen Schrank, einen Schreibtisch und einen Lattenrost mitgebracht. Und das Lattenrost haben wir durch das Fenster gezogen und ich lebe im dritten Stock, das war lustig. Das Lattenrost? Ja. Nein. Doch. Nein. Doch. Inakzeptabel. Man nimmt das, was man kostenlos bekommen kann, weil man kein Geld hat als Student. Den. Was? Den. Was? Den Lattenrost. Ja. Nicht das. Entschuldigung, das Lattenrost. Ist doch egal. Das Rost. Das Lattenrost. Was heißt das Rost? Also ja, wenn das ein Grid ist, also so ein
Das ist ein Lattenrost, ist ja Rost. Nein, wir nennen das jetzt einfach Lattenrost und eigentlich schreibe ich das auf dem Pferd und gut ist. Ja. Auf jeden Fall habe ich das jetzt und ich habe auch rausgefunden, keine Ahnung, wie ich mich da letzte Woche darüber beschwert habe, aber das Internet war richtig scheiße hier. Weil ich hier über WLAN ja drin bin und ich mir überlegt hatte, mache ich mir jetzt meine eigene Internetverbindung. Es ist aber so, dass es auf dem Flur einen Spot gibt, der ungefähr 20 mal 20 Zentimeter groß ist, wo du 100k down und 100k up hast mit diesem WLAN. Das heißt, ich habe jetzt meinen PC und den Schreibtisch mitten in den Raum gestellt, mein Telefon per USB-Tethering an den PC mit einem 2 Meter USB-Kabel angeschlossen und das liegt jetzt an dieser Stelle und funktioniert jetzt als WLAN-Repeater. Und jetzt habe ich gutes Internet. Ziemlich sick, ja. Ja. Das habe ich. Ich kann jetzt mein Handy nicht benutzen, aber das ist egal. Das habe ich früher manchmal in Spanien gemacht, als ich bei Leuten WLAN geklaut habe. Das habe ich mir einfach genommen. Was kommt ihr hier mit das Duden? Mit das Duden? Der Lattenrost. Denkt er mit seinem Sprachpreskriptivismus? Kommt er hier? Es ist deskriptiv. Michael, der alte Sprachpreskriptivist. Es der alte Bourgeois-Elitäre, der der Meinung ist, nur weil die... Die Michael die macht mit dem Sprach 1 auf Sprach-Hitler. Tschüss. Ja, das war ist, hallo, was? Oh nein, er ist zurück. Jetzt musst du dieses Disconnect-Sound da reinmachen. Du. Das Sound. Du. Hallo, ja. Gideon. Was ist gerade passiert? Das Internet. Ich hab dich rausgeworfen. Achso. Wozu? Für ein Bit. Cool. War nicht so witzig. Yes. Ja, ich fand's ziemlich lustig. Okay. Erzählt uns in den Kommentaren, das wie ist lustig die, das ist. Die, das ist, er benutzt ja sein Gewaltmonopol. Mhm. Gibt's hier eigentlich schon, Michael, gibt's eigentlich schon News zu dem entgleisten Zug? Ein Dude ist tot. Also Michael hat uns vorhin erzählt, es ist ein Zug entgleist und auch zeitgleich, es gibt Tote. Und das sind halt zwei Statements, die immer wahr sind. Mhm. Deswegen weiß ich nicht, warum er sie selber in denselben Satz gebracht hat. Stimmt eigentlich. Aber das Problem war, dass es davon noch gar keine Nachrichtenmeldungen gibt hier auf den Seiten, wo ich halt suche. Warte. Ich bin auch hier mal in Österreich zugefahren. Ich bin praktisch auch gestorben. Auch, ja. Ich bin der Tote. Das ist in dem Bezirk, wo ich aufgewachsen bin, tatsächlich. Mhm. Italien. Italien. Also erstens, die neue Lore sagt, ich bin Schotte. Ja, und? Zweitens, nein, Mödling. Represent findest du, Mödling. Findest du unsichtbare Hände auch so geil? Was? Ist egal. Okay. Kurz also, nach 18 Uhr auf der Pottendorfer Linie bei Münchendorf. Okay, da dürften ungefähr 10 Leute im Zug gewesen sein. Und ich dennoch, mein, wollte ich gerade sagen, 10% Todesrate ist aber schon, das ist schon krass. 3 Menschen wurden schwer, 9 weitere leicht verletzt, ein Dude ist tot. Ja. Abgefuckt. Ist es der Lokführer? Nein. Nee, also auf dem Bild siehst du, also ich glaube, die Lok hat da nicht so viel von abbekommen. Mhm. Aber das Bild... Also das ist nicht einfach aufeinander gefahren. So. Scheint nicht so. Die haben viele Hubschrauber da. Ich wusste gar nicht, dass es so viele Hubschrauber gibt in Österreich. Wieso liegen da einfach 2 Waggons random? Wie ist das passiert? Sie sind ein Gleistfilm. Ja, und... Was ist da passiert? Was für eine Frage! Nein, aber hey. Was ist das passiert? Nein, aber guck dir das Bild doch mal an. Das ist komplett unzusammenhängend. Also natürlich unzusammenhängend, denn dieses nicht entgleist. Haha, ein Witz. Aber die liegen einfach so neben dem Zug, der eigentlich noch so das, ne? Ja, weißt du, sie sind nicht länger mit ihm verbunden. Ja, aber jetzt mal rein so physikalisch. Wie soll das passiert sein? Was denkst du, wie ist der Unfall geschehen, wenn du auf dieses Bild schaust?
Du bist Österreicher, das ist in Österreich passiert, da musst du dich jetzt mit auskennen. Genau. Wie passiert es, dass der Zug quasi noch so vernünftig auf den Gleisen steht und dann zwei Waggons einfach im Feld? Weil der Zug noch weiter gefahren ist, nachdem die zwei weg waren. Ja, aber die liegen ja direkt neben dem Zug. Also wenn du dir das Bild so aus der Vogelperspektive anguckst, ne? Das sieht ja irgendwie so aus, als wären die dann irgendwie geschlittert, aber halt der letzte Waggon ist halt da, wo die angefangen haben zu schlittern. Genau. Also das sieht für mich voll gestellt aus. Für mich auch. Das sind alles hier Krisendarsteller. Deswegen haben die so viele Hubschrauber, das ist eine Hollywood-Produktion. Als hätte Österreich so viele Hubschrauber. Die haben einfach die Verletzten geborgen so und dann haben die Feuerwehr gefragt, okay, ihr legt jetzt diesen Anhänger oder diesen Waggon legt ihr jetzt dahin und den anderen da so drüber. Und damit den zündet ihr bitte auch noch an. Ich finde, die haben auch eine leichte, also ich sehe da bestimmt irgendwo ein Dreieck. Das ist meiner Meinung nach doch ein, weil guck, wenn du, wie der Zug halt da noch auf den Gleisen ist und diese Schlitterspur, da fehlt nur noch eine Achse von dem Dreieck, dann ist das ein Dreieck. War ein Inside-Job. Die Luminaten stecken dahinter. Das ist definitiv. Ich vermute, dass es ein Inside-Job war, insofern, dass der Lokführer, der in der Lok war, daran schuld ist. Damn, und inwiefern bist du qualifiziert, diese Aussage zu machen? Gar nicht. Damn. Ich finde es auch, es gibt drei... Auf so gerader Strecke ist, glaube ich, der Lokführer nie schuld. Was soll denn der machen? Der steht da rum und pennt nicht ein. Cool. In anderen schlechten Nachrichten... Zum Thema, wer und was tatsächlich schuld ist, fuck you, Gideon. Ich habe eine bessere Überleitung. Volker Wissing gibt Deutscher Bahn zu wenig Geld für Ausbau des Schienennetzes. Also ich hätte ja dafür die Überleitung zum Thema Trainwreck benutzt, ne? Aber es wäre eine bessere Überleitung gewesen, aber hey, ne? Ja, vor allem das Lustige war halt, dass das vorher halt versprochen wurde und halt im Koalitionsvertrag steht, dass Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel so halt, ne, wichtig für den Stopp des Klimawandels ist. Das kommt natürlich jetzt gut. Aber warum sind eigentlich offene Frage an Mitglieder des Podcasts und das Publikum. An die Community! Was glaubt ihr, weshalb Verkehrsminister in Deutschland immer so Clowns sind? Also der hier ist ein FDP-Politiker. Ja, okay, und der andere war ein CDU-Politiker, also CSU-Politiker sogar noch. Also, er will jetzt irgendwie statt vernünftig, keine Ahnung, die Bahn wieder zu verstaatlichen, will er hergehen und sagen, ja, wir wollen jetzt eine Abwrackprämie für fucking E-Autos. Natürlich ist das einer von der FDP. Weißt du, wie mich das anpisst? Die Nachrichtenmeldung können wir in Kombination sehen, weil... Nein, aber ich kann sie ganz schnell hintereinander switchen. Ja, okay. Das ist nicht desorientierend. Ja. Auf jeden Fall, wie Gideon schon sagte, möchte Volker Wissing gerne eine weitere Abwrackprämie. Und es pisst mich sowas von an. Denn zum einen ist es so, dass die Teile, die man braucht für Elektroautos, immer noch nicht beschaffbar sind. Die Nachfrage ist immer noch viel zu hoch, beziehungsweise das Angebot ist einfach nicht da. Das ist immer noch so ein bisschen wie mit den Grafikkarten. So, versuch mal irgendwas Elektrisches zu kaufen. So. Kannst du vergessen. Und die ganzen Rohstoffe und so sind halt einfach momentan nicht verfügbar. Da gibt es Lieferengpässe. Und halt auf der anderen Seite, das Letzte, was den Klimawandel stoppen wird, ist ein sinnloser Konsum. Ja. Meine Karre, die 20 Jahre alt ist und kein SUV, ist einfach ein ganz normales Cabrio, ein Opel Cabrio, was ich fahre, wird definitiv über die nächsten 40 Jahre noch weniger CO2 in die Luft pumpen, als dabei entsteht, so ein fucking Elektroauto zu bauen. Also es ist ja auch bekannt, eines dieser Dinge, die Gegner von Elektroautos gerne anbringen, ist, dass sie halt in ihrer Produktion
deutlich schadstofflastiger sind als Benziner. Das geht ja, es ist ja so eine Lifetime-Geschichte. Es ist halt, das Problem ist halt auch dadurch, dass es halt diesen Wirkstoff, diesen Rohstoffengpass gibt, die sind das einfach nur, 70 Milliarden Euro, die im Endeffekt nur in die Pockets von irgendwie der Industrie gehen werden, ja. Weil die Autos dann natürlich teurer machen. Vor allem dann gleichzeitig regt sich dann die FDP darüber auf, dass man das 9-Euro-Ticket machen möchte und man dafür kein Geld hätte. Ja. Ich hasse es so sehr. Ich hasse diese Parteien. FDP-Scheiß, ne? Mhm. Auf jeden Fall, was ich halt auch, also das, was du gerade eben sagst. Sprecht über die Größe meines Schwanzes. Machen wir nicht. Vor allem sind wir damit ganz schnell fertig. Auf jeden Fall. Boom! Was ich da am meisten, also was, wie du gerade eben schon sagtest, so klar, wenn du das im direkten Vergleich siehst, ist es so, dass beim Bau, glaube ich, Elektroautos mehr CO2 verbrauchen, aber die holen dann halt irgendwann die anderen Autos ein, natürlich, weil sie halt mit Strom fahren. Das ist klar. Ich glaube, nach irgendwie relativ wenig 1000 Kilometern, meine ich. Also es ist gar nicht mal so scheiße. Aber das Problem ist, hier geht es ja nicht darum, dass du entweder einen neuen Benziner oder ein neues Elektroauto baust. Es geht darum, dass du alte Autos verschrottest und dann ein neues Elektroauto baust. Das heißt, es geht einfach um, Leute behalten ihr Auto und es wird nichts in die Luft gepustet bei der Produktion gegen sinnlosen Konsum. Ja. Und da verlieren Elektroautos natürlich, da verliert jedes andere Auto. So, es ist immer für die Umwelt am besten, wenn du nicht sinnlos Sachen konsumierst. Ja, das ist ja, also das wäre ja auch, wenn du, wenn das jetzt, keine Ahnung, Wasserstoffautos wäre, das wäre auch, wenn das jetzt irgendwie Benziner wären, die weniger verbrennen, so. Ja, definitiv. Das ist halt im Endeffekt, du planst einen, das ist halt straight up, die FDP plant an diesem Punkt eine Erhöhung des Treibhausgases im Namen des Klimaschutzes, damit irgendwelche Leuten, die in grünen, also in praktisch Green Agenda Unternehmen Aktien haben, mal eben 70 Milliarden einstecken können. Ja. An Steuergeldern. Das ist richtig FDP auch. Mann, es sind ja nicht nur Green Agenda Unternehmen. Jeder Autohersteller stellt mittlerweile Elektroautos her. Ja, klar. Das ist ja im Endeffekt das Ziel, dass halt erstmal, also das Ziel ist ja im Endeffekt, die grüne Bewegung und die grünen Ideen im Endeffekt zu co-opten, damit man daraus Geld verdienen kann und die Kosten des Klimawandels auf die Arbeiterklasse ablegen. Bluescreen während der Folge. Mhm. Was macht er? Michael ist gestorben. Er ist noch im Chat da. Ja, er war dein Audio am Aufnehmen, ne? Ja, mein Audio nehme ich ja momentan auch auf. Das ist nicht das Problem. Sein Audio ist jetzt das Problem. Ich werde mal Alt-F9 drücken. Dann habe ich zumindest 15 Minuten des Podcasts gespeichert. Also mit seiner Audio. Warte, was war nochmal dein Problem mit deinem Audio? Mein Problem mit meinem Audio ist ein Problem, dass mein PC langsam, also aus irgendeinem Grund irgendwas mit meinem PC los ist. Frage an die Community. Wie würdet ihr einen Kernel Power Error 41 troubleshooten? Das ist der mit Abstand beschissenste Fehlercode, den es gibt, denn er sagt nichts. Der Fehler sagt nur, dass der PC ausgeschaltet wurde, ohne dass man das wollte. Beziehungsweise ohne, dass man ihn über Start ausgeschaltet hat. Da, irgendwo ist die Stromverbindung abgebrochen oder was weiß ich. Der hat sich selber explodiert. Wäre irgendwie lustiger, wenn das dann der Kernel Power Error 42 wäre. Ja, ne? Oder 404. Ja, das wäre irgendwie so. Auf jeden Fall habe ich die Fehlercodes davon. Wenn jemand in unserer Community massiver Computer Pro ist und mich deswegen kontaktieren möchte, möge in die Kommentare schreiben. Und diesmal muss ich wirklich nur wissen, welches Teil es ist, denn ich kann alles umtauschen. Es ist alles okay. Ich muss es nur wissen, woran es liegt. Egal. Auch der Kernel? Der Kernel. Müssen wir vielleicht eine Episode ohne Michael machen oder was weiß ich, was jetzt geht. Ja, das ist natürlich ein marginales Problem. Also ich habe auf jeden Fall mal 15 Minuten aufgenommen über Shadowplay. Das wird wohl gehen. Yeah. Ansonsten müssen wir schauen. Das ist auf jeden Fall eine massiv skaffte Episode. Wenn ich jetzt gleich auch noch einen Bluescreen bekomme, dann können wir uns einfach alle aufhängen.
Ja, es wäre allerdings eine sehr interessante Situation, in der ich mal nicht derjenige bin, bei dem irgendwas technologisch tierisch schief geht. Ja, ne? Das wäre schon irgendwie ziemlich Premium. Wäre eine lustige Sache. Ja. Hm. Auf jeden Fall, wenn ihr ein neues Auto kaufen wollt, kauft euch ein Elektroauto. Das ist cool. Ja. Wenn ihr das nicht wollt, dann kauft kein neues Auto. Wenn ihr jetzt sagt so, oh ja, mein Auto ist ja eigentlich noch ganz gut und ich habe da eigentlich gar kein Problem mit, aber hier Abwrackprämie, jetzt wird das erstmal verschrottet und wir kaufen erstmal ein Elektroauto. Macht das bitte nicht. Es ist nicht gut für die Umwelt. Es wäre halt auch noch weniger scheiße, wenn er nicht zeitgleich wirklich die Bahn richtig weiter in die Scheiße reiten würde. Mhm. Also das ist halt so, nein, die Bahn ist genau das, was wir brauchen, um Emissionen zu verringern. Ein Ausbau der Bahn ist das, was wir brauchen. Nicht, was auch immer du da machst. Und so haben wir das 9-Euro-Ticket. Das ist geil, das werde ich mir definitiv kaufen. Ich weiß zwar noch nicht, ob ich im Sommer irgendwas mache, aber ich werde es mir trotzdem einfach mal kaufen. Ja, weil das ist gut für die Nachfrage so, das ist ganz geil, wenn die sehen so, hey, guck, Millionen von Leuten wollen sich dieses Ticket kaufen. Millionen von Leuten fänden das geil. Und so könnte ich dann halt mal einfach im Vollsuff mit ein paar Leuten nach Sylt fahren. Ich würde tatsächlich... ich habe ja das Semesterticket Schleswig-Holstein. Und auch da selbst halt die Uni, als die verhandelt hat, haben halt nicht Tarif auf Syltbus bekommen. Wir dürfen sogar in Niedersachsen ein bisschen durch die Gegend fahren. Aber wir dürfen auf gar keinen Fall nach Sylt. Also die haben sich ja auch richtig aufgeregt, da die behinderten Bonzen oder die Möchtegern Bonzen. Kein Mensch, der Geld hat, fährt nach Sylt. Also nur Leute, die meinen, dass sie Geld haben und das irgendwie Leuten zeigen wollen, so erstmal. Ne? Also wenn ihr meint, so Bonzenurlaub in Sylt machen zu wollen, putzt mir meine Schuhe. Ja, fände ich aber schon ganz lustig, wenn wir da mal auftauchen würden. Ja, das ist halt der Plan von. Okay. Es gibt in meinem Dorf eine Gruppe. Also im Prinzip eine Freundesgruppe, bei der ich teil bin. Das sind sehr linke, sehr lustige, sehr. Naja, eben so asoziale Menschen, aber halt so. Ach, die! Ja, nicht asozial per se, also das sind halt doch immer noch ne, ganz normale Leute, aber man es ist vielleicht einfach nicht so kulturell mit Sylt abgleichbar und wir haben uns auf jeden Fall überlegt, da mal einen Tag lang hinzufahren mit dem 9-Euro-Ticket. Ja, nein, tatsächlich nur 2 Minuten. Würde ich unterstützen, mein Weg ist ja nicht so weit. Hast du deine Aufnahme jetzt wieder angefangen? 5 Minuten über Sylt geredet? Tja, hast du deine Aufnahme wieder angemacht? Übrigens, ich hätte nicht den Pudding holen sollen. Hey Leute, ja. Google haben wir gerade 89. Also wir nehmen halt immer noch auf, ne? Apostroph großes AF Grad Fahrenheit. Same. Oder du musst ja die Episode schneiden, dann ist das ja nicht mein Problem. Ich habe 5 Minuten lang aufgehört, weil mein Computer abgekackt hat. Aber let's fucking go. Das ist, glaube ich, nicht so schlimm. Ich glaube, die meisten Leute gucken sich das eh nicht mit Video an. Aber die Zuschauer haben jetzt 25 Minuten lang kein Video. Wir sind bei Folge 61 oder was? Die kennen doch unsere Stimmen mittlerweile. Also ich nicht. Du liegst falsch. Hast du dein Audio von vorher gespeichert? Hast du das noch? Okay, cool. Hier im Schnelldurchlauf, was haben wir denn bisher? Das haben wir geredet und das. Speaking of Sylt. Ja, aber ich kann Sachen zeigen. Landtagswahl, Schleswig-Holstein. Noch mehr Inkompetenz. Daniel Günther hat nicht nur die CDU gewonnen, sie hat tatsächlich, wie dieser Tagesschau-Artikel sagt, triumphiert. Die sind jetzt auf fucking 40%. Die haben sich, glaube ich, um 12 Prozentpunkte verbessert. Ich kann mir ja auch mal die echten Ergebnisse angucken. Ne? Landtagswahl
Nein, aber das ist noch ein alter Artikel mit Hochrechnungen drin. Implizierst du, dass die Tagesschau Fake-Ergebnisse Wahlen-Schleswig-Holstein.de. Okay, das... Okay. Was mich halt anpisst, ist, dass die hier auf der Tagesschau da irgendwie keine coole Grafik haben, sondern das einfach unformatiert als Text schreiben. Wahlen SSW auf Google. Das finde ich irgendwie gar nicht mal so cool. Da gehe ich jetzt mal gesagt vom NDR. Ich kann auch Sachen unformatiert als Text schreiben. Ich suche mir noch einen Nebenjob. Hier beim NDR steht, oh mein Gott. Was willst du? Ja, aber da steht nicht, was der Unterschied ist. Das ist nämlich das Brutalste an dieser, dieser Wahl. Aber es ist wieder Tagesschau, aber es ist visuell. Richtig anpisst. Es ist wie über 5%, let's go. Ja, das ist das. Das ist eines der besseren Sachen. Gut, auf jeden Fall, ja genau, also die fucking CDU hat sich um 12 Punkte verbessert. Und ich weiß, ich wüsste gerne, woran es liegt. Ich wüsste echt gerne, welche... Das liegt an, ich weiß nicht warum, aber aus irgendeinem Grund ist Daniel Günther der beliebteste Ministerpräsident in ganz Deutschland. Ich kotze im Strahl. Es gibt kein nächstes Bild. Es gibt nur das, was direkt vor meinem Gesicht ist. Alter, es gibt ein Gewinne und Verluste. Du musst nur literally auf das nächste Bild klicken. Er ist halt praktisch so, er ist so ein bisschen der Posterboy der liberalen, progressiven, in großen Anführungsstrichen, CDU. Also der geht auch mit Friedrich Merz nicht unbedingt immer konform. Es besteht sogar das Gerücht, dass er, obwohl er keine große Koalition braucht, nicht dieselbe Jamaika-Koalition braucht, die das Land die letzten Jahre regiert hat, das immer noch tun wird. Naja, es muss ja nicht, also ich denke, Schwarz-Grün wäre besser als Jamaika. Aber ja, der Meinung bin ich auch. Aber er könnte auch Schwarz-Gelb machen, das ist die Sache. Das wäre kacke. SPD. Wie könnt ihr im Norden eine Parteienkonstellation wählen, die Schwarz-Gelb zulässt, nachdem ihr gesehen habt, was in NRW passiert ist damit. Aber ich möchte auch sagen, noch gar nicht sagen, denn wir haben ja auch Wahlen am Sonntag und da wird wahrscheinlich auch wieder so eine Scheiße dabei rauskommen, denn Deutsche sind behindert und dumm und ich hasse es hier. Ich kann dir ganz genau sagen, was da passiert ist. Fucking. Mit Ausnahme unserer Zuschauer. Land. Land. Ist, was da passiert ist. Also, Schleswig-Holstein besteht halt, wir haben halt so die paar Metropolen. Jetzt Maßen ist so spannend. Und selbst in Kiel war in den Zweitstimmen die CDU stärkste Kraft. Lass mich mal Erststimmen, stärkste Kraft 2022 in Kiel, also tatsächlich nur in Friesen-Delf war es die SPD. Ansonsten ist Schleswig-Holstein halt komplett schwarz. Das sind halt alles, du weißt, das ist also Landbevölkerung. Die haben keine Ahnung. Und in den Städten, das sind halt so richtig, das sind so Hipster-Städte hier. Da wird dann entweder FDP gewählt, so wie in fucking in Linden. Oder halt hier in Kiel ist es primär grün. Weil das sind alles so voll die Ökos, die hier leben. Und das ist halt eine ziemliche Bonzenstadt hier. Da kriegen die Grünen die größte, die stärkste Kraft. Was mir natürlich gefällt, ist, dass der SSW wirklich gut zugelegt hat. Weil, also die SPD hat ja sage und schreibe halt ja fast genauso viel verloren, wie die CDU gewonnen hat. Und das, ich glaube, das meiste davon an die CDU, aber vieles davon auch an Nichtwähler. Was mich echt anpisst, also halt so richtig, weißt du, die AfD ist wahrscheinlich nicht mehr im Landtag, das ist ganz cool, 60%. Aber ist halt jetzt auch eher so zweitrangig. Dass die SSW es auch ohne 5%-Hürde über die 5%-Hürde geschafft hat, ist natürlich ziemlich cool. Ich mag die SSW. Die SSW ist eine gute Partei. Ich habe die auch gewählt mit meiner Zweitstimme.
Ja, auf jeden Fall, also. Ja, es nervt. Ich bin super angepisst über dieses Ergebnis. Und auch wenn es halt praktisch der beste Teil der CDU ist, der hier gewinnt. Niemand sollte die CDU wählen. Ja. Ich würde mich sehr tatsächlich dafür interessieren, ob tatsächlich meine Direktkandidatin für die SPD, die ich gewählt habe, nochmal gewählt wurde. Die Frau Özlem Ünsal. Da steht jetzt hier noch nichts. Ah doch, wurde sie wieder von ihrer Partei aufgestellt. Okay. Also das, da wissen wir nicht, ob es tatsächlich ob sie tatsächlich gewonnen hat. Also das weiß man bestimmt, ich weiß nur nicht, wie ich das gerade finden kann spontan. Weil solche Daten ja immer nicht so super zugänglich sind. Mhm. Aber die habe ich, glaube ich, auch mal bei Sultanmarkt gesehen. Sultanmarkt? Ja, das ist so ein Supermarkt bei mir in der Gegend. Hm. Da kriegst du echt gutes Zeug. Ja. Na. Ah, das pisst mich halt echt an. Das ist halt, also. Na, wenn sie weiß, wo sie einkaufen. Ich bin mal gespannt auf Sonntag. Ich erwarte nichts Gutes. Na, also ich meine, NRW ist halt ein bisschen urbanisierter. Ja, aber aus irgendeinem Grund sind Deutsche sind masochistisch veranlagt einfach. Die werden aus irgendeinem Grund werden die immer die CDU wählen. Ich habe es komplett aufgegeben. So Leute, die CDU kann halt das komplette Land irgendwie, die können den nächsten Hitler stellen und es, keine Ahnung, gegen alle in den Krieg stürzen und was weiß ich, und die werden trotzdem gewählt, weil Deutsche sind behindert. Der Pudding war übrigens gut. Geil. Ich hatte mich sehr gefreut über die Situation in fucking hier. Im Saarland. Aber naja. Ne? Wir kommen jetzt auf YouTube immer. Wenn ich es auf meinem Telefon schaue, weil auf meinem Handy, auf meinem PC habe ich ja einen Adblocker, bekomme ich jetzt immer Werbung von irgendwelchen Hanfvertretern, dass man doch bitte in NRW nicht die CDU wählen soll. damit Cannabis legalisiert werden kann. Das finde ich so lustig. Oh, speaking of halt richtig beschissene Situationen, die Wahlen wirklich brutal verändern können. Fucking Roe v. Wade. Oh ja. Das haben wir ja gar nicht erwähnt. Ja, die Amerikaner haben einen normalen. Ja, sie haben mal wieder einen normalen. Also das ist ja die Situation, die sich ja verhält, ist das halt, dass deren Verfassungsgericht im Endeffekt, also es ist noch nicht veröffentlicht, aber es gab einen Leak. Es ist noch nie passiert, dass es aus den Reihen des Verfassungsgerichts einen Leak gab, bevor halt so ein hinter verschlossenen Türen verfassungsrechtlicher Prozess, weißt du, halt abgeschlossen ist. Mhm. Aber da, es scheint halt so zu sein, und wenn du halt auch dir anguckst, wie die Gewichtung ist, der halt konservativ versus liberal auf dem Gericht, ist es ziemlich klar, dass die in den nächsten Monaten halt Roe v. Wade, also das Gerichtsurteil, welches praktisch bundesweit dort ein Recht auf Abtreibung unter bestimmten Bedingungen gibt, dass sie das kippen. Und zwar mit extreme prejudice. Und halt, denn das wird dann wahrscheinlich in den Hälften der Staaten innerhalb von wenigen Wochen zu kompletten Abtreibungsverboten gehen. Es gibt mehrere Staaten, wo du praktisch, das ist nicht Abtreibung, wie heißt das auf Deutsch? Miscarriage? Fehlgeburt. Fehlgeburt, ja. Ja, wenn du eine Fehlgeburt erleidest, kannst du unter Umständen auch dafür in den Knast wandern. Das ist jetzt in einigen Gesetzen so vorgesehen, also das sind die Gesetze, die jetzt planen, weil das sind die Gesetze, die jetzt bald durchbringen können.
Und das Weiße, das ist halt so, das Weiße Haus macht nichts. Die Demokraten machen nichts. An dieser Stelle eine Erinnerung, Obama hatte genug, also unter Obama hatten die Demokraten genug Leute in der Legislatur, dass sie eine Verfassungsreform durchbringen hätten können, die das Recht garantiert hätte. Ja. Aber sie haben sich einfach auf den Lorbeeren von Roe v. Wade, was glaube ich aus den 70ern oder so ist? Ja, ich habe 74 ist diese Entscheidung. Ausgeruht das ist die, und ja. Ein Recht, das das Verfassungsgericht gibt, kann es genauso schnell wieder wegnehmen. Übrigens, die gleichgeschlechtliche Ehe in Amerika ist auch nur legal wegen einer verfassungsrechtlichen Entscheidung. Yep, und die kam irgendwie in dem einen Jahr, wo das Verfassungsgericht spontan mal irgendwie marginal liberal geworden ist, was es zum letzten Mal so späte 60er, frühe 70er war. Vor allem, es ist ja, sie hätten ja jetzt, was, 50 Jahre Zeit, um das auch einfach nicht nur, nicht verfassungsmäßig, aber halt gesetzlich durchzudrücken. Die hatten mehrfach die Mehrheit, dass sie diese Dinge gesetzlich verankern und halt, ne, Bundesrecht überschreibt in den Vereinigten Staaten Landesrecht. Aber das haben sie halt nicht gemacht. Yep. Das haben sie nicht mal versucht. Das ist einfach nicht passiert. Und das ist tatsächlich ironischerweise jetzt das, dass eventuell die Midterms gewinnen könnte. Oder zumindest, also weil halt momentan sind die Demokraten dadurch, dass sie halt gesagt. Ja, dass sie halt nichts, aber auch absolut gar nichts von dem getan haben, was sie wo sie gesagt haben, ja, das machen wir, wenn wir gewählt sind. Und es ist halt, das ist nicht mal so, als hätten sie, also sie haben erstmal haben sie die absolute Mehrheit, ja. Aber vor allen Dingen, was sie doch viel mehr haben, ist die meisten der Dinge, die Biden gesagt hat, ja, die mache ich sofort, wenn ich in Office bin, wie zum Beispiel Student Loans. Ne? Was der dafür machen muss, ist, der muss sich hinsetzen und eine Unterschrift leisten. Dann sind alle, aber auch wirklich alle diese wirklich abgefuckten Studentendarlehen, die nicht wirklich Darlehen sind, kreditisch, diese Studentenkredite in den Vereinigten Staaten plötzlich weg. Weil die Regierung hat die ja. Das ist gerne privaten Banken, die diese Kredite gegeben haben. Das war die Regierung. Wusstest du, dass es unmöglich ist, durch Privatkonkurs, Bankrottverfahren deinen Studentendarlehen zu entkommen in den Vereinigten Staaten? Ja. Das ist scheißegal, ob du bankrott bist. Du musst zahlen. Das ist unglaublich. Es ist eine Unterschrift und das wäre komplett weg. Ich reg mich ja schon gerne über Deutschland und die EU auf, aber niemand sollte in diesem Land leben müssen, also in den USA. Der alte Josef hätte auch mit einer Unterschrift die Macht, Marihuana im ganzen Land zu legalisieren, weil das komplett eine Entscheidung der Exekutive ist, weil Marihuana auf der Controlled Substances List ist. Und wenn er entscheidet, das ist sie jetzt nicht mehr, in den meisten Bundesstaaten, ich wollte jetzt Länder sagen, Bundesstaaten gibt es, glaube ich, keine zusätzlichen Gesetze gegen Marihuana. Nee, es ist ja stattdessen gibt es in diesen Bundesstaaten Gesetze dafür, obwohl es ja eigentlich auf Bundesebene nicht gesetzlich, aber exekutiv illegal ist. Das ist ja sowieso eine rechtliche Grauzone, die ziemlich prekär ist, in der sich diese Staaten bewegen. So, bei Marihuana verhält es sich natürlich auch so, dass irgendwie selbst republikanische Präsidenten nicht sagen würden, oh, wir machen das jetzt illegal, weil es ist nicht so, als würden die Republikaner nicht auch ständig kiffen. Aber gut, das wird sie auch nicht, nur weil sie halt alle irgendwie insgeheim schwul sind, hält das sie auch nicht davon ab, irgendwie zu versuchen, Schwule in Konzentrationslager bringen zu wollen, ne? Ich bin auch ziemlich sicher, dass dann, also als nächstes kommt dann die Abschaffung der Schwulen-Ehe und danach halt das. Das ist halt generell, naja, antiliberal halt. Und es ist wirklich Leute sind so, oh, das kommt so aus dem Nichts. Also ja, die Konservative arbeiten seit 50 Jahren dran. Yes. Ja. Und die ganzen fucking Libs, die meinen, oh, aber wenn sie jetzt Roe v. Wade kippen, dann gehe ich auf die Straße, um zu randalieren. Wo seid ihr?
Was macht ihr? Oh, was macht ihr? Jetzt. Die damals gesagt haben, ja, aber ich unterstütze ja schon Black Lives Matter, aber dieses Kaputtmachen von Dingen, ne? Ja, was macht ihr? Wo seid ihr? Falls aus irgendeinem Grund eine amerikanische Frau, die sich verirren sollte, um diese Folge zu sehen, tritt der satanistischen Kirche bei, weil die haben den Ritus der Abtreibung als religiöse Praxis, die der Staat nicht einschränken darf. Das ist halt ziemlich gut, finde ich. Ich meine, es gibt natürlich dann, es ist halt auch gegeben der Tatsache, dass halt es wird sehr vielen Leuten, die eine Abtreibung wirklich brauchen, die werden halt nicht der satanischen Kirche beitreten. Es ist ein religiöses Land und das sind halt teilweise Leute, die machen das insgeheim. Und die, ne, das sind halt irgendwelche evangelischen Schulmädchen. Aber halt, wenn du tatsächlich irgendwie links bist und halt lib und was auch immer, dann kannst du das damit ja machen. Ich finde tatsächlich die satanistische Interpretation der Bibel interessant. Ja, also die Satanisten, ich bin auch mit ein paar Theologen befreundet. Die meinen, ja, das ist ja eigentlich ziemlich cool, was sie da so sagen. Also, wenn wir davon ausgehen, dass die Schlange im Garten Eden Satan wäre, was ja ein bisschen ein Hin und Her ist, dann kann man sich durchaus irgendwie denken, wer war da auf unserer Seite? Ja. Auf der einen Seite hast du den Bösen, der wollte, dass wir Einsicht gewinnen, und den lieben Gott, der wollte, dass wir unwissend bleiben. Also meinen Werten nach folge ich nicht dem Kerl, der sagt, ich darf nicht Sachen wissen. Hat was Matrixiges. Ja, also das dachte ich mir auch immer so. Das ist eigentlich schon ein bisschen basierter als diese ganze autoritäre Scheiße, ne? Mhm. Aber hey, Leute wählen ja auch CDU. Ich glaube, die meisten wollen einfach, dass man ihnen sagt, was sie zu tun haben. Ja. Step on me, Daddy. Das ist halt die verruchte Realisierung, die ich immer und immer mehr verstehe. Also der pessimistische Teil von mir selbst. Dass die Leute wollen eine Rechtfertigung, um ein Fascho zu sein. Das ist ja mit Stalinisten genauso. Die wollen einfach nur von links eine Rechtfertigung, ein Fascho zu sein. Ja. So kommt es hin. Aber das, wie gesagt, ich bin darauf gespannt, auf die nächsten paar Jahre in den USA. Ich bin gespannt, wie schnell die Entwicklung zum Gottesstaat läuft. Ich wünsche denen auf jeden Fall viel Erfolg dabei und viel Glück. Ich denke mir tatsächlich, dass das, also ich halte mittlerweile einen Bürgerkrieg nicht für unmöglich. Ich glaube, also dafür müssten die Eier haben. Ich glaube, das geht nicht. Ich glaube tatsächlich, eine Menge an Unruhen, die wirklich das Land strukturell fundamental verändert, halte ich nicht für unwahrscheinlich. Ich glaube ich auch. Ich bin da so pessimistisch, was das angeht. Also ich würde es vielleicht nicht sagen, Bürgerkrieg, aber definitiv bürgerkriegsähnliche Zustände. Da arbeiten die ja schon seit Jahrzehnten drauf hin. Mhm. Wenn wir übrigens. Was ist mit dem Fiepen in deinem Mikrofon los, Michael? Was ist mit dem Fiepen in deinem Mikrofon los, Michael? Ist mir gar nicht aufgefallen bisher. Ja, es ist so. Eine Katze ist auf mich geklingelt. Das ist definitiv. Wenn deine Katze so klingt, Alter. Ich habe keine Ahnung, was er dann macht. Du hast dieses typische PC-Mikrofon-Gepiepe. Okay. Was man immer so hört, wenn jemand in der Uni über ihr Zoom am Laptop sitzt. Ich habe meine Überleitung ruiniert. Ja. Tja. Sie war so gut. Hätte dein Mikrofon nicht piepen lassen. Die Kuma der österreichischen Politik sind auf Suicide Watch, weil Elisabeth Köstinger zurückgetreten ist. Oh ja, stimmt. Ich möchte nur noch sagen für unsere Audience, wir haben jetzt sind noch ungefähr 10 bis 12 Minuten Podcast. Jetzt gehst du noch über Österreich. Wir haben mit dem Zug angefangen. Hallo? Stimmt.
Wäre doch bloß der PC ausgeblieben, dann müssten wir jetzt nicht über Österreich reden. Nein, wir können gerne über Österreich reden. Ich bin gespannt, was es da wieder für lustige Faschogeschichten gibt. Deutschlands Schuh. Ja, die liebe Frau Köstinger ist zurückgetreten. Sie war die... Ich weiß nicht, wie man sie beschreibt. Sie war ein... Sie war eine Person. Ein autonomer Teil von Sebastian Kurzes Körper. Der, also semi-autonom, muss man sagen, der Korrektheit halber. Der oft neben ihm stand und hübsch aussah. In ihrem ganzen Leben, glaube ich, noch keinen Gedanken hat, der nicht von Sebastian Kurz sanktioniert wurde und jetzt zurückgetreten ist, was angeblich schon geplant war, seit Sebastian Kurz selber zurückgetreten ist. Aber interessanterweise haben sie keinen Ersatz bereit. Also, cool. Und wenig später kamen dann die Nachrichten, dass die Wirtschaftsministerin der ÖVP ebenfalls zurückgetreten ist. Alle am selben Tag, ich glaube innerhalb sogar von derselben Stunde, sind die beiden zurückgetreten. Und ich habe auch gelesen, am Vormittag hatte die Wirtschaftsministerin ein routinemäßiges Gespräch mit den Ländern irgendwie und hatte keine Zeichen gezeigt, dass irgendwas sich ändern würde. Meine Conspiracy Theory ist, dass Sebastian Kurz am Versuchen war, quasi das System Kurz weiterhin aufrechtzuerhalten, ohne selbst in Österreich sein zu müssen, weil Gerichtsverhandlungen und so ist ein bisschen unangenehm. Und sie haben jetzt einfach realisiert, dass es ohne die Anführung des Sebastian Kurz da keinen Rückhalt gibt. Und deswegen bricht jetzt endgültig alles zusammen, was dieser Demokratiefeind, dieser junge Bundeskanzler aufgebaut hat. Das ist doch eigentlich gut, oder? Inwiefern wirst du uns das jetzt vermiesen? Das ist nichts als gut. Fahren Sie fort zu dem Teil, wo wer auch immer ihn ersetzt, noch schlimmer ist. Ja, genau. Also ich meine, das einzige Negative an dieser Story ist, dass der neue Minister für Landwirtschaft und Wirtschaft ebenfalls von der ÖVP kommen werden. Aber so jetzt mal, von dem, was wir bisher wissen, ist die Story nichts außer gut. Klingt doch schon mal ganz, ganz vernünftig. Mhm. Nee, dem vertraue ich überhaupt nicht. Ich bin der Meinung, da wird es noch irgendwas voll Schlimmes geben, das die Sache noch schlimmer macht. Nein, also das Lustige ist halt, in Österreich gibt es nie irgendwie sowas voll Schlimmes. Es ist nur dann immer so ein Zirkus. Ja, es gut, wird noch irgendwas geben, also das ist dann zwar schon voll schlimm, aber es ist irgendwie auch lustig in Österreich. Habt ihr aktuell Österreich ist auch immer noch irgendwie lustig. Aber weißt du, ich glaube, das liegt primär an das, was man da Deutsch nennt. Wie das klingt. Ich glaube, das ist das, was es lustig macht. Der Stepper da. Das mag auch, weißt du, das mag auch der Grund sein, weshalb die Deutschen Hitler nicht ernst genommen haben. Habt ihr aktuelle Fotos von Sebastian Kurz gesehen? Nee, hat er jetzt einen grauen Bart? Nein, aber er hat sich die Haare länger wachsen lassen. Warte, ich kann gerade kein Foto finden. Geben wir mal einen Mai 2022. Es sieht so schrecklich aus. Da habe ich ein Video gesehen. Okay, da gibt es keine Fotos. Boah, Alter, das Fiepen ist richtig nervig, Mann. Du bist richtig nervig. Bin gespannt, ob es auch in der Aufnahme ist. Dann. Aber ich bin es nicht schuld. Du bist in der Aufnahme. Wenn es in Audacity drin ist, kann es ja einfach Noise Remove. Ich muss kurz weg, tatsächlich. Hier hat jemand geklingelt. Uff, das war ich. Was? Jemand möchte mit Philipp reden? Komisch, ne? Mhm. Komik. Ich finde keine Fotos. Nein!
von Sebastian Kurz alt. Vielleicht tatsächlich, wenn ich Sebastian Kurz lange Haare eingebe. Der beste Sebastian Kurz lang. Der beste Sebastian Kurz Joke, den ich kenne, ist Sebastian Kurz, der mit einem Typen redet und meint so, hallo, mein Nachname ist Kurz. Und der andere Typ so, meine auch, ich heiße Lang. Ja, das ist das Lustigste, was ich jemals über Sebastian Kurz gehört habe. Wenn man Sebastian Kurz lange Haare googelt, kommt ein Artikel von einer österreichischen Boulevardzeitschrift namens Heute, wo steht das Haargeheimnis des Sebastian Kurz. Damn. Ach ja. Was möchtest du uns zum Antikorruptionsbegehren erzählen? Es wird nicht durchkommen, aber sie versuchen. Oh. Ist ja auch ein Antikorruptionsbegehren. Ja, das ist so, das kommt nicht durch. Das käme ja vor, oder? Das käme ja durch. Ja, also die Liberalen in Österreich, die Neos, versuchen da noch ein bisschen Publicity jetzt für, ich glaube, es ist der Endspurt diese Woche, durchzubekommen, dass mehr Leute das unterschreiben, aber alle anderen sind seltsam schweigsam, was dieses Volksbegehren betrifft. Jemand mit bösen Gedanken könnte meinen, dass sie das nicht wollen. Was würde das denn machen? Würde Korruption wegmachen. Das geht natürlich gar nicht. Gute Antwort. Damit ist meine Frage beantwortet und ich verstehe, was passieren wird. Nein, ich weiß, ich habe, glaube ich, tatsächlich schon mal den Text vorgelesen im Podcast. Ich erinnere mich nicht mehr jetzt, was die genauen Forderungen waren in dem Volksbegehren. Steht da dazu was im Artikel? Ich überfliege und ich denke, nein. Ja, es macht Korruption weg. Cool. Ja, das ist dann, also gerade wenn das was ist, was effektiv wäre, ist das natürlich etwas, wo man nicht von erwarten kann, dass das durchkommt. Ja, genau. Das waren die schlechten Nachrichten aus Österreich. Das Antikorruptions-Volksbegehren wird nicht Erfolg finden. Also wird das einfach, weil das im Parlament dann nicht besprochen wird? Ich meine, ich glaube nicht mal, dass sie die Unterschriften sammeln würden, dass es bis ins Parlament reinkommt. Okay, also das ist daran, wird es schon scheitern. Ja, das ist natürlich ziemlich scheiße. Yes. Yep. Ja. Na gut. Und dann als letztes gibt's noch eine kurze lustige Story. Und zwar ist einfach mal, das fand ich sehr, das ist ein gutes Beispiel dafür, das ist auch ziemlich lustig. Nein, das ist nicht ganz so lustig. Aber es ist ein gutes Beispiel dafür, dass Wirtschaft sehr, sehr esoterisch ist. Und beziehungsweise die momentane Late-Stage-Kapitalismus-Wirtschaft. Und zwar ist der Aktienpreis von Alibaba um 26 Milliarden Dollar gesunken, weil jemand mit dem Nachnamen Ma verhaftet wurde. Einfach eine zufällige Person mit dem Nachnamen Ma, nicht Jack Ma, sondern eine andere Person. Weißt du, es gibt Leute, die meinen, der Aktienmarkt ist irgendwie wichtig, relevant und von schlauen Leuten gemacht. Nein. Nein, das sind Idioten. Das sind mit die größten Idioten in der Welt, in der Wirtschaft. Ich muss dir den Aktienmarkt so vorstellen, das ist wie so ein Casino. Der YouTuber The Burger Creek hat das recht gut gesagt auf Twitter. Es ist ein Emotionalbarometer für die reichen Leute. Ja. Ja, das hat er gut gesagt. Das sind ein paar besoffene Leute, die in der Spelunke halt sitzen und die ganze Zeit irgendwelche Dollars oder Centbeträge in einarmige Banditen schmeißen. Ja. Nur halt, dass wenn sie massiv verlieren, dass dann mit deinen Steuergeldern bezahlt wird. Und dass wenn sie massiv verlieren, dann einfach noch viel mehr Geld da reinschmeißen. Ja.
Jack Ma's chinesischer Name ist Yun? Hm. Ich meine, da gibt's Sinn. Ja, auf jeden Fall, der Mann ist, soweit man weiß, nicht verhaftet worden. Ja. Cool. Gute Sache. Na gut. Es ist tatsächlich eine Nachricht wert, wenn eine Person in China nicht verhaftet wurde. Stimmt eigentlich. Das ist tatsächlich ein Argument, ja. Oh ja, die chinesische Sockenpuppe wurde tatsächlich als einziger Kandidat in Hongkong als, glaube ich, Regierungschef jetzt gewählt. Ich Was ist eigentlich mit den Philippinen los, Mann? Da habe ich das John Oliver Video noch nicht so gesehen, deswegen habe ich da noch keine Meinung zu. Also der Großdeutsche Kandidaten, die Hallo, spoiler mich doch nicht für das John Oliver Video. Also meinem Verständnis nach sind die zwei durch. Kandidaten, die die beste Chance auf den Posten haben. Der Sohn des ehemaligen Diktators der Philippinen, der Milliarden an Vermögen von seinem Volk gestohlen hat, um seiner Frau Schuhe zu kaufen. Und die Tochter des jetzigen Diktators der Philippinen. Der mehrere 10.000 Leute umbringt in seinem wortwörtlichen War on Drugs. Ja. Es lebe die Demokratie. Ich bin gespannt. Gut. Danke. Das war's dann schon. Tschüss. Tschüss. Zu.